Trainingsalltag der Sechsjährigen. Dreimal in der Woche treffen sie sich zu einem anderthalbstündigen Training. Erlernen ist einmal eins der rhythmischen Sportgymnastik. Haltung, Beweglichkeit, Geschicklichkeit. So mag Alexandra Timoschenko vor 14 Jahren auch mal begonnen haben. Mit 10 werden die talentiertesten dieser Mädchen dann den Sprung in die Meisterklasse schaffen. Dies bedeutet Einzug ins Internat und tägliches Training. Optimale Kombination von Sport und Schule. Ein Vorraum. Hier warten Väter, Mütter und Großmütter auf das Ende der Stunde und auf ihre kleinen Gymnastinnen. Eltern. Und die Aura der großen Meisterin über ihren Köpfen an der Wand. Alexandra Timoschenko. Die Meisterklasse. 24 Mädchen zwischen 11 und 17. Die Schule wurde vom Staat übernommen, nachdem das Geld der Gewerkschaft ausgeblieben war. Die Existenz ist also gesichert. Albina Derjugina, die Direktorin der Schule. Trotz ihrer 60 Jahre steht sie noch täglich in der Halle, bestimmt sie nach wie vor Trends der rhythmischen Sportgymnastik. Irina, ihre Tochter, Weltmeisterin 77 und 79, Frau von Aljek Blochin. Irina hat große Pläne, ein Neubau der Schule, mit Hotel, Bank und Sporttrakt. Die Pläne sind gezeichnet, in 3 Monaten sollen die Bauarbeiten beginnen, sofern die Finanzierung geregelt ist. Irina ist optimistisch, über Summen aber schweigt sie sich ganz Geschäftsfrau aus. Im Moment laufen die Vorbereitungen für die Weltmeisterschaften. Von Timoschenko und Skaldina fehlt jede Spur. Die beiden Stars haben sich ins Ausland abgesetzt. Ein Thema, bei dem Irina gesprächiger ist. Alexandra ist am Tage nach unserer Rückkehr aus Barcelona, ohne jemandem etwas zu sagen, einfach weggegangen. Der Erfolg hat dem Mädchen wohl den Kopf verdreht und sie verstehen nicht, dass nicht sie allein ihn erreicht haben, sondern die gesamte Schule. Die Schule hat Möglichkeiten gesucht, Verträge abzuschließen, um den beiden bei der Ausbildung zur Trainerin zu helfen. Aber die Mädchen haben kapriziös und egoistisch gehandelt und haben nur an sich selber gedacht. Die Angelegenheit hat zudem auch noch eine juristische Seite. Schließlich sind die beiden Mitglieder unserer Schule. Eine Gymnastin muss den Schritt zur Trainerin ohne Unterbruch machen, wenn sie nicht von der Entwicklung überrollt werden will. Einige Sportlerinnen meinen, dass ihr Name genüge, aber der Weg zurück in die Halle ist nach einem Unterbruch doppelt schwer. Einige Sportlerinnen glauben, von niemandem einen Rat annehmen zu müssen. So entstehen Fehler und dann fragt man, warum ist diese Sportlerin in der Versenkung verschwunden? Ich hoffe noch immer auf eine Rückkehr. Ohne sie sind wir bei der WM echt in Schwierigkeiten. Die beiden kann man nicht ersetzen. Thank you.
20-jährige Alexandra Timoschenko ist bekannt als eine der größten der rhythmischen Sportgymnastik. Olympiasieg in Barcelona 1992 entschloss sie sich, die Ukraine zu verlassen und ihre aktive Laufbahn zu beenden. Sie ist jetzt Trainerin in Österreichs Hauptstadt Wien. Nach wiederholten Problemen mit ihrer Trainerin Irina Derjevina entschied sich Timoschenko, ihre Heimat zu verlassen. Nach 10 Jahren als Gymnastin versucht sie jetzt, dank des Namens, den sie sich gemacht hat, eine neue Karriere als Trainerin einzuschlagen. Die Eltern ihrer Wiener Schülerin hoffen natürlich, dass Alexandra einen Teil ihrer Eleganz, Beweglichkeit und Rhythmus, die sie seit 1988 in ihrem Sport dominieren ließen, auf ihre Schützlinge übertragen kann. Ihren ersten WM-Titel gewann sie 1989 in Sarajevo. Sie dominierte in allen 5 Disziplinen, mit dem Band, dem Reifen, dem Ball, dem Seil, dem Keulen. Eindruck machte sie dabei durch ihre Musikalität, die jeder ihrer Übungen einen dramatischen und ästhetischen Ausdruck verlieh. Nach den Spielen kehrte Timoschenko in ihre ukrainische Heimat zurück. Und nachdem sie ihr größtes Ziel erreicht hatte, spürte sie jetzt den Druck, die Weltbeste zu sein, ganz besonders auf ihren schmalen Schultern. Trotz ihrer nach wie vor großen Liebe zu ihrem Sport weigert sich ihr Körper immer häufiger, das harte Training zu ertragen. Die Architektur und die Ambiance der Stadt Wien scheinen ein perfekter Rahmen für die zarte Schönheit und den Stil von Alexandra Timoschenko zu sein. Ihres olympischen Programms im Palais Schwarzenberg.